Drei Stück? Nee. Wir versuchen jetzt einfach mal abzuhauen. Wir wissen ja, wo wir hin müssen. Es kann nicht Sinn der Sache sein, dass ich jetzt hier die drei da töten muss. Dann bin ich nämlich echt am Arsch, glaube ich. Kommen die mir noch hinterher? Weiß es gerade nicht. So. This must be the ticket machine. Ja. Okay. Wherever this thing goes, can't be worse than back there, can it? Hm. Bevor ich da einsteige, gucke ich mir nochmal eben hier die Ecken an. Scheint aber nichts mehr Dolles zu sein. Okay. Das scheint dann wohl der erste Bereich gewesen zu sein, sage ich jetzt mal so. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Scheint eine Cutscene zu kommen, dann kann ich mir was zu trinken einschenken. Vom Regen in die Traufe. Super. Ja. Okay. Muss ich jetzt Achterbahn fahren hier? Nee. Okay. Oh, das sieht schön aus. Wahrscheinlich stürzt unsere Gondel gleich ab oder irgendwas sowas kommt doch bestimmt. Die Frage ist ja, finden die Polizisten uns noch, ne? Und ja, wir müssen ja ein bisschen was über uns erfahren eigentlich, ne? Wir wissen ja noch nicht sehr viel. Das ist für ein Symbol da rechts eben eingeblendet. Aus wie so ein Blatt. Finde einen Weg in die Stadt. Okay. Das kriegen wir hin. Ja, mehr scheint hier erstmal nichts. Da kann ich auch raus. No entry steht da, aber kann ich da lang? Kann ich. Hätte ich in die andere Richtung auch lang gekonnt? Ich muss mal eben kurz gucken. Hätte ich theoretisch da lang gedurft? Nein. Okay, dann ist das also der offizielle Weg. Da muss ich mir keine Sorge machen, dass ich jetzt was verpasse. Das ist merkwürdig. Manchmal will er laufen, manchmal läuft er einfach nicht. Ich weiß noch nicht, womit das zusammenhängt. Oder ob das... Okay, hier läuft er wieder. Hm. Hui. Raben. Locked. Alles verschlossen. Da ist noch eine Tür. Die ist sowieso vernagelt. Okay. Mal wieder ein Radio hier. Train Connector. Anybody in here? Hello? Glaube nicht. Ist das? Hier, Zigarettenschachtel. Was ist das? Ach, ein Stuhl. Nee. Ich hätte doch nicht damit gerechnet, dass er jetzt die Möbelstücke hier aufhebt. Ach, nehmen wir mal eine Pfanne. Komm, nehmen wir nochmal eine Pfanne, weil es cool ist. Was haben wir denn im Kühlschrank? Da sind immer nur Flaschen drin, ne? Ja, bis jetzt... Bitte schließe den Kühlschrank. Ach man, mein Freund. Da war's. Das ist gar nicht so einfach, den richtigen Moment zu erwischen, wo man den Kühlschrank schließen darf. So, danke. Da ist nichts drin. So, das war aus. Da steht auch abschalten. 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 Au! Oh nein. Ich glaube, ich weiß. Ich dachte, dass diese Explosion kommen wir jetzt wieder in die andere Welt, hätte ich jetzt fast gedacht.
Da ist Medizin. Die nehmen wir gerne mit. Oh, das ist Blut. Sieht so aus. Wahrscheinlich hat sie hier mal jemand umgebracht, wa? Okay. Wasserhahn kann ich benutzen. Ja. Na gut. Ich dachte, er will sich ein bisschen frisch machen. Toilettenspülung nochmal benutzen hier. Was ist das? Handtuchspender. Da könnte ich lang gehen. Hier ist eine sehr, sehr unnötige Abstellkammer. Ohne Regale, ohne irgendwas. Okay. Im Mülleimer ist nichts drin. Ja gut, gucken wir weiter. Wieder so eine Art Werkstatt. Ein Feuerzeug. Ah. Okay. Ja. Könntest du ja eben angucken. Was ist denn da? Ein kleines Feuerzeug aus Metall. Ja. Da ist nix. Oh. Na komm, nimm mal eine Axt. Was soll's. Was ist das? Was habe ich jetzt genommen? Ich sehe das gerade nicht. Ein Brecheisen. Auch nicht verkehrt, ne? Puh, es gibt so viele Sachen. Lass mal laufen. Ach, dafür habe ich jetzt mein Brecheisen hier. Okay. Okay. Ja, lass das einfach mal laufen, ne? Bisschen Musik im Hintergrund ist auch ganz schön. Ist nicht so trist und trüb. Kann ich die jetzt von der Seite öffnen? Ah ja, jetzt bin ich aber im Kreis gelatscht, okay. Ja. Und nu? Ach so. Ah, dann kann ich wahrscheinlich jetzt hier auch öffnen. Ja. Ha. Ach, da ist wieder so ein Schalterrätsel. Oh Gott. Mhm. Aber die gleiche Kombination wird es ja diesmal wohl nicht sein, ne? Kann ich da rein, ohne mich zu braten? Ein Schlüsselbrett? Wo sieht er ein Schlüsselbrett? Ach, da! Oh Gott, habe ich nicht gesehen. Wir haben einen Schlüssel. Das ist wahrscheinlich für den Hauptausgang. Eingang, je nachdem. Dann gehen wir die Treppe wieder hoch. Ich hoffe, dass die Musik nicht geschützt ist. Aber ich finde es eigentlich ganz schön gerade so. So. Dann können wir jetzt wahrscheinlich da rausgehen, ne? Die Sonne ist aber echt, also ist echt ein schöner Tag anscheinend. Mal davon abgesehen, dass wir hier wieder so ein bisschen in Silent Hill gefangen sind, ist es draußen echt ein schöner Tag. Sehr untypisch für Silent Hill überhaupt, ne? Mit so einem, also mit so einem schönen Wetter dabei. Finde ich irgendwie cool. Hat was. Sehr, sehr schöne Atmosphäre eigentlich. Was ist das? Ach, du sollst nicht immer die Möbelstücke aufheben. Ich dachte, da liegt was in der Schublade, was interessant ist. Das waren aber wieder nur Zigaretten. Gut, für manche ist das vielleicht auch interessant, aber... Naja, andere Geschichte. So. Diese ganzen Postkartenstände und so sind anscheinend nicht interessant. Du hebst doch jetzt nicht von hier aus den Stuhl hoch, oder? Nee. Noch ein Feuerzeug. Okay. Verbrauchen die sich nach einmal benutzen, oder wie? Noch. Du hebst jetzt nicht die ganze Bank auf. Ach nee, da ist ein Balken, okay. Das war ja schon bei. Wo hab ich, bei Origins war das ja schon so geil. Da konntest du ja echt alle möglichen Gegenstände einsammeln und damit kämpfen.
War schon ein bisschen lustig. Pretty impressive, ain't it? You might not guess by looking at it, but this place used to be filled with all kinds of visitors. Moms and dads and little kids and... Yeah, it was a really nice place. I'm sorry. You are... Name's JP, and that, sir, is the Devil's Pit. 490 meters straight down to the blackest soul of the earth. The deepest limestone sinkhole north of... fascinating, but... Sorry. Someone, something, tried to kill me back there. You haven't seen anyone? I mean, strange, wandering around here, have you? First time visitor, huh? Listen, if there's a quick way out of here, I'd really appreciate it if you just tell me. Way out? What good would that do? Sorry. We, don't get too many visitors these days. Right. Well, be seeing. If you head through the cavern, there's a train. Can take you to Hillside. Boy, I tell you, all the kids, they, just love that little train. How about you show me? Sorry. Someplace I gotta be. Thanks for the tip. Ja, also jeder hat so seine eigenen Päckchen zu tragen, wenn man das mal so platt sagen möchte. Er hat seine eigene Aufgabe. Kann man ihn trotzdem nochmal ansprechen? Hey, where'd you say that train is again? Told you. Just head on down to the cabin. Achso, mehr geht's nicht. Gut, ich dachte, man könnte noch was Neues aus ihm rausholen. Gut, wo sind wir jetzt genau rausgekommen? Hier, ne? Oder ne, hier, aus der großen Tür. Hier sind wir rausgekommen, genau. Ist hier noch was versteckt? Kann ich hier eigentlich die Fenster auch kaputt machen? Ne, die kann ich nicht kaputt. Komischerweise. Man kann nur die Bretter kaputt machen, die man auch kaputt machen soll. Das ist sehr interessant. Okay, dann. Paranormal Activity. Hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Die sind so geil, die Filme. Ja, hat aber gar nichts hiermit zu tun. Ja. Wo möchte ich denn jetzt am besten mal hin? Ja, am besten nimm erstmal den Fahrstuhl nach unten, ne? So. Und tschüss. Und dann suchen wir uns eine schöne Höhle. Wir sollen ja in Richtung Stadt. Und irgendwie wird das schon klappen. Information. Kann man sich hier die Karte vielleicht mitnehmen? Nö. Aber kann man vielleicht mal gucken, was es hier so gibt. Das ist die Seilbahnstation Aussicht. Da waren wir gerade. Cave of Tears. Das sind die Höhlen, durch die wir anscheinend sollen. Und die führen dann direkt zum Bahnhof. Guck mal, da, ja. Und das ist ja auch nicht mehr so weit zur Stadt wahrscheinlich. Ne? Da ist ja deine. Oder sagt man das da? War der Weg eben gerade auch schon da? Habe ich nicht gesehen. Sagt man der deine oder das deine? Eigentlich hätte ich der deiner gesagt, aber das deiner klingt auch nicht so schlecht, ne? Scheiße, ich weiß es nicht. Ist mir egal. Das Restaurant. So. Souvenirshop. Und da wäre ich jetzt gerne mal reingegangen. Hm. So. Ja, ihr habt das auch gesehen, ne? Da wurde gerade eine Leiche weggezogen. Ich hab gerade gar keine Waffe bei mir, sehe ich gerade, ne? Vielleicht ist es mal an der Zeit, auch mal meine Pistole auszuprobieren, oder? Wir rüsten die mal aus und gucken gleich mal, wie die so wirkt. Wenn ich jetzt gleich mehr als 3-4 Schuss brauche für so ein Viech, ja, da könnte ich eine Flasche nehmen zum Schmeißen, dann werde ich sie nicht dafür benutzen. Aber ich möchte es zumindest einmal ausprobieren, glaube ich.
Ach nee, nicht schon wieder zwei. Oh Gott. Ja, Akku ist fast leer. Ich sehe schon. Oh. Ich habe keine Munition mehr. Ich muss mal eben ins Menü. Da. Die Zeit, ja, läuft ja weiter. Scheiße. Geh weg. Geh weg. Geh doch raus. Die steht wieder auf. Ich krieg die Krise. Ich kann doch jetzt hier nicht weg. Ich komm nicht raus hier. So. Ich seh nix. Hi. Oh. Nee, so wird das nix. So wird das nix. Ich muss hier weg. Ich komm nicht raus, ne? Oh, Mann. Tritt sind beide tot. Eine Medizin. Seid ihr jetzt beide erledigt? Meine Fresse. Oh, liegt da was? Nein. Oh. Okay, also Pistole ist nicht unbedingt das Beste gerade. Ich nehme mir jetzt eine Flasche. Boah, besser als nix. Ich muss ja eben kurz gucken. Verbandskasten, wie viel habe ich denn davon noch? Einen anscheinend, ne? Oh. Ach, Feuerzeug habe ich auch schon zwei eingesammelt. Komisch. Ja, ich müsste eigentlich mal den... der Controller blinkt, ich weiß. Ich muss mal eben kurz das Kabel anschließen, in der Hoffnung... dass es lang genug ist. Ein Moment. Nein, ist es natürlich nicht. Obwohl, ich kann ein bisschen nach vorne rücken. Moment. So. Okay. Ich glaube, wir können weiterspielen. Scheiße. So. Kam ich da gerade raus? Ja. Was hat der denn bei sich? Nichts. Aber der hat auch wieder Gefängnisklamotten an, ne? Ja, hat er. Das war noch wieder... Also diese Monster scheinen wirklich alle nur auf die Gefängnisinsassen fixiert zu sein. Oder ich bilde mir das halt alles nur so ein. Das kann natürlich auch sein. Ja, komm, nimm mal das Ding hier. Hier läuft schon wieder irgendwo ein Radio. Aber es sieht hier immer noch wieder sehr, sehr schön aus, alles. Es ist, muss ich echt sagen, es ist ein sehr freundliches und helles Silent Hill Spiel. Sehr ungewöhnlich, aber trotzdem cool. Das muss man schon sagen. Gefällt mir. Die Gegner schleichen sich ganz schön an, muss ich auch dazu sagen. Und das Bekämpfen ist nicht so einfach. Und die Pistole bringt irgendwie nichts. Es sei, ja gut, ich habe wahrscheinlich auch scheiße geschossen. Das kommt dazu. Kann man jetzt hier erschlagen werden, oder? Ich hoffe mal nicht. Oh, nee. Das war, glaube ich, nur eine Krähe. Hoffe ich jetzt mal. Bats Lament Falls. Der Wasserfall vor ihnen ist der größte in Devil's Pit und wird Bats Legend Lament Falls genannt. Er wurde von den Ureinwohnern der Gegend nach einer seltenen Fledermausart genannt. Benannt, ne? Weeping Bat, Tränenfledermaus benannt. Achso, genannt bin. Achso, ja, ja, okay. Weeping Bats verbringen ihr gesamtes Leben in der Dio's Tusk Cave, fast am Grund der Grube. Die Weeping Bats wurden so von den Ureinwohnern genannt, die beobachtet hatten, dass die Fledermaus eine Flüssigkeit aus ihren Augen absondern. Die verhindert, dass sich Parasiten in ihren Augenhöhlen einnisten. Die Ureinwohner glaubten, die Fledermäuse würden weinen, weil sie traurig sind, in solch einer finsteren Kammer eingesperrt zu sein. Weeping Bats sind bekannt dafür, sehr aggressiv zu sein
und ihre Nachkommen massiv zu beschützen und daher auch größere Kreaturen angreifen, die im Devil's Pit leben. Angriffe gegen Menschen sind bisher nicht verzeichnet worden. Ja, dann kommt das gleich dazu. So, okay. Gut. Ach du Scheiße, muss ich hier gleich wieder... Ich kann nicht laufen, okay. Ich kann nichts Quicktime-Event machen. Okay, ich muss einfach nur halten. Ja, ich halte doch. Ich hab doch R2 gehalten. Ich halte doch R2. Was willst du von mir? Ja, R2 halten, tue ich.